Hallo liebe Zuschauer, wir sind hier am wunderschönen Strand von Bophut. Der ist vor allen Dingen bekannt, weil ja auch hier die Walking Street ist. Wir haben ja im Moment in Menam und Chaweng keine Walking Street mehr, aber hier in Fisherman's Village am Bophut Strand. Aber ich will nicht viel quatschen, ich will jetzt gleich mit der Drohne hoch, weil sie hat jetzt einiges zu fliegen. Sie muss da ganz nach hinten zum Startpunkt. Und dann gucken wir uns auch mal hier an, was hier los ist mit Touristen. Wir sind jetzt am Startpunkt angekommen. Da unten sind die ganzen Fischerboote. Und dann gehen wir mal runter und dann schauen wir uns mal da direkt an, wie es am Strand denn aussieht. Ja, da unten liegen die Fischerboote. Die habe ich ja mal dieser Tage gezeigt, wenn die rausgefahren sind und die haben ihre Lampen an. Die sind, im Moment sind die ja grün, die sind hinter Oktopusse her, hinter Tintenfischen. Ja, da ist wohl was eingestürzt. Das war aber auch schon vor einem halben Jahr, da hat sie also nichts getan. Ja, hier unten sind einige Gäste. Aber wenn man so das noch in Erinnerung hat, wie das vor vielen Jahren aussah, vor der Corona-Zeit, ist es sehr dünn besiedelt, sag ich mal, mit Touristen. Was ja nicht schlecht ist. So hat man auch seine Ruhe. Man kann wunderbar am Strand lang spazieren gehen. Dieser Strand ist ein bisschen unterschiedlich gegenüber Menam, den ich das letzte Mal gezeigt habe, den ich ja persönlich für attraktiver finde, weil da der Baumbestand irgendwie so natürlicher aussieht. Hier sind natürlich auch Palmen, ja, aber da sind sofort die Wände, die Mauern von den Hotels. Und das hat man also in Menam also so nicht in dem Sinne. Hier ist natürlich das Freizeitangebot hinterm Hotel viel größer. Wie ich schon gesagt habe, wir haben hier auch die Walking Street. Die fängt ja schon am Mittwoch immer an. Und Höhepunkt ist natürlich der Freitag, das kennt jeder. Ah, hier unten kommt schon eine größere Anzahl von Liegen und Sonnenschirmen. Also hier braucht man auch keine Vorreservierung mit Handtuch. Das funktioniert auch so, weil Platz da ist. Da fand ich sowieso immer sehr komisch, dass die Leute um 6 oder 5 Uhr aufstanden, um ihre Handtücher auf Sonnenliegen zu legen, um die zu reservieren. Das habe ich also hier noch nicht kennengelernt. Hier kommt auch wieder eine Hotelanlage, die gut besucht ist. Nach Sonnenschirmen. Ich kann jetzt natürlich nicht erkennen, ob da jemand liegt. Aber es sieht gut aus, dass sie sich darauf vorbereitet haben, auf Gäste. Ja, hier hat man dann auch Boote liegen, die man mieten kann. Oder die teilweise auch von den Hotels kostenlos angeboten werden, um die Freizeit damit zu gestalten, um hier rumzufahren. Also hier ist schon etwas mehr los als in Menam, ja? Hier kommt auch wieder eine sehr ausgebuchte Anlage. Ja, wir haben also sehr intensiven Sonnenbestrahlung in den letzten Tagen. Das spürt man ganz kräftig auf der Haut. Also ohne Sonnenschutz und entsprechenden Kopfschutz wird das schon heikel, wenn man da eine längere Zeit in der Sonne sich befindet.
auch jetzt Anfang April haben wir wieder mit Feinstaub zu tun. Hier gehen wir mal höher. Hier ist ja das, wo die Walking Street ist dahinter. Das ist ja eine ganz neue Hotelanlage, diese. Die ist erst jetzt nach der Pandemie eröffnet worden. Und hier ist der Ausläufer von der Walking Street. Und hier zu sitzen ist auch immer sehr schön. Die haben also abends auch einen Feuershows. Die hatte ich ja schon mal in den Videos gezeigt. Und normalerweise sind da oben, ist alles weg. Also freie Sicht, da kann man wunderbar sitzen abends und sich das ansehen. Das ist natürlich nicht so im Menam. Da ist eben halt Ruhe angesagt. So, fliegen wir mal weiter zu meinem Startpunkt. Ja. Da sind ja auch einige liegen und sehr viele frei, wie man sehen kann. Jetzt muss ich auch mal langsam meine Drohne sehen. Das ist hier noch das alte Fisherman's Village oder Bobhut am Strand. Hier sind nur einzelne Gebäude erneuert worden in der Pandemiezeit. Ah, da sehe ich meine Drohne auch schon. Ja, und hier unten hört es denn eigentlich auf? Ja, hier unten, da befinde ich mich. Da ist also dieses Boot. Das machen wir hier mal. Break. Ich stehe hier unten im Schatten, damit ich noch was auf dem kleinen Display sehe. Und dann fliegen wir da noch mal ein bisschen runter. Da sind halt die Fischerboote. Aber da ist nicht mal viel. Da ist auch Ruhe angesagt. Was ja nicht schlecht ist. Man hat dann also. Wenn man als Pärchen hier ist, dann möchte man ja auch so ein bisschen seine Ruhe haben und keine Kinder ringsrum schreien hören. Dieser Strand ist also auch mehr für Touristen, europäische. Also Russisch habe ich wenig gehört hier, da wird ja immer drüber gesprochen, habe ich ja auch in Bantai kennengelernt, dass da Restaurants von Russen übernommen worden sind. Und da sind die natürlich lieber, weil ja auch da das Angebot ist in Russisch, in den Menükarten und so. Das ist also kein Problem. Ich habe zum Beispiel keine Probleme mit Russen, zumal ich ja auch 5 Jahre mit einer russischen Frau verheiratet war hier auf Koh Samui. Ich kann nur Positives darüber sagen. Und dass die hier sind, das sind bestimmt keine Befürworter für den Krieg, der momentan noch in Europa ist. Ich habe bis jetzt nur nette Russen kennengelernt. Ja, hier hinten ist dann auch Feierabend. Da kann man sich zwar auch hinlegen, wenn man wirklich von allem weg sein möchte. So, fliegen wir mal hier. Hier, das sind so Ecken. Da ist natürlich nichts, das ist direkt an der Straße. Wer das gerne haben möchte, der findet also hier auch. So, jetzt muss ich mein Dröhnchen wieder zurückbringen, bevor die Batterie leer ist. Ja, danke schön, dass ihr diesmal auch wieder zugeschaut habt. Mal sehen, welchen Strand ich demnächst besuchen werde. Jedenfalls, ich werde euch auf dem Laufenden halten, was jetzt so in Samui hier los ist. Und wir sehen uns zum nächsten Film. Tschüss!